Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Hanadi Beauty. Heute habe ich für euch mein erstes Video in diesem Jahr und zwar geht es um einen Make-up-Look. Heute geht es um ein Cut-Crease-Make-up und zwar diesen Look hier. Ich habe mich einfach für diesen Look entschieden, weil ich habe bis jetzt noch nicht so viele Cut-Crease-Videos gedreht. Ich glaube, ich habe nur eins bis jetzt und es sind sehr schlichte, softe Farben und matte Töne. Ich benutze eigentlich ganz selten matte Farben, also ich bin eher so der Schimmertyp. Aber ich habe einfach gedacht, ich mache mal ein bisschen was anderes. Und ja, ich würde sagen, ich fange direkt mit dem Video an und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dran bleibt. Als erstes beginne ich mit der Base, wie immer. Und zwar nehme ich jetzt von Bare Minerals die ganz normale Lidschatten-Base und die trage ich dann aufs komplette Lid auf. Dann nehme ich einen Kajalstift, einen braunen, und zwar nehme ich jetzt von Urban Decay einen braunen Kajalstift. Ihr könnt egal welchen nehmen und der ist einfach dafür da, dass man wirklich die erste Linie macht vom Cut Crease. Der muss auch nicht perfekt sein, sondern einfach so, wie ihr nachher arbeiten wollt, die erste Linie ziehen und dann anschließend auch mit einem Pinsel verblenden. Wie schon gesagt, nehme ich jetzt den Pinsel und zwar nehme ich jetzt einen ganz schmalen, flachen Pinsel und verblende jetzt einfach damit den Kajalstift, damit es einen weichen Übergang kriegt und wirklich die Farbe schön verläuft. Jetzt nehme ich einen braunen Lidschatten und zwar auch von MAC. Die Farbe werde ich nachher in die Infobox verlinken und dann nehme ich denselben Pinsel und das trage ich dann über diesen braunen Kajal auf, damit wirklich die harte Linie jetzt noch mehr oder noch intensiver wird und ja, das verblende ich dann auch wieder. Wie ihr sehen könnt, verblende ich immer wieder und ich arbeite wirklich sehr langsam, damit ich einfach einen sehr schönen, sauberen Cut Crease habe und ich will einfach, dass die Farben nachher schön verlaufen ineinander. Und ja, das ist wirklich sehr wichtig, darauf solltet ihr auch wirklich achten. Jetzt nehme ich einen orangefarbenen Lidschatten und einen ganz schmalen, dünnen Blenderpinsel und damit arbeite ich dann auch direkt über diesen braunen Lidschatten. Und ich verblende wirklich die Farben sehr schön miteinander, damit einfach ja, der Look einfach sehr soft wird und die Übergangsfarben einfach sehr schön und ineinander verlaufen. Um den Look natürlich noch zu perfektionieren, nehme ich jetzt noch einen Crease-Pinsel und verblende dann nochmal die Farben miteinander, weil es muss wirklich sehr schön und sauber verblendet sein, ansonsten sieht es einfach nicht gut aus. Und ja. Jetzt nehme ich eine rosane Base, eine hautfarbene, und zwar eine matte Farbe und nehme dann auch einen Synthetikpinsel von Sigma. Und das trage ich dann auf mein bewegliches Lid auf.
So, jetzt nehme ich meine neue Sigma Palette und zwar nehme ich diese Farbe hier, diese helle Hautfarbe. Ihr könnt egal welchen Lidschatten nehmen, es muss einfach matt sein und sehr schöner, ja, neutraler Beige-Ton. Und das trage ich dann hier über die Base auf. Jetzt kommt mein Eyeliner und zwar ziehe ich mir einen Cat Eyeliner und ich trage das mit dem Essence Liquid Eyeliner auf. Und ja, das tue ich dann hinten auch schön rausziehen, damit es einfach hinten mit dem Cut Crease sich verbindet und wirklich noch einen besseren Effekt gibt. Wenn ich den Eyeliner aufgetragen habe, nehme ich nochmal den ganz feinen Pinsel und trage dann nochmal den braunen Lidschatten auf. Einfach damit die harte Kante sozusagen noch mehr zur Geltung kommt. Natürlich dürfen keine Fake-Wimpern fehlen. Ich nehme jetzt von Red Cherry, ich glaube, das sind die 43er Wimpern. Und die trage ich jetzt dann mit einem Duo Wimpernkleber auf und mit der Pinzette trage ich die Wimpern sozusagen auf meinen Wimpernkranz auf. Jetzt nehme ich einen abgeschrägten Pinsel und trage dann meinen Highlighter auf. Der kommt dann unter meinen Wimpernrand und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist im inneren Augenwinkel. Jetzt kommt natürlich noch die Wimperntusche. Ich nehme von L'Oreal eine Wimperntusche und tusche damit meine Wimpern. Beim Wimperntuschen macht man immer so komische Bewegungen. Ich glaube, das kennt jede Frau. Aber naja, das ist einfach so, das kann man gar nicht verhindern. So, ich trage dann jetzt meinen Lippenstift auf. Ich nehme jetzt von MAC die Farbe Angel. Das ist einer meiner Lieblingsfarben. Ich trage die Farbe auch wirklich sehr oft zur Zeit, weil die Farbe mir einfach sehr gefällt. Es ist ein schönes Nude-Rosa, ein Baby-Rosa. Und ja, ich finde, die Farbe passt einfach perfekt zu diesem Look. Als Highlighter unter den Brauen nehme ich von MAC Vanilla. Vanilla ist eine sehr schöne Farbe als Highlight. Es hat einen schönen goldenen Schimmer, aber nicht so extrem. Und ja, das gebe ich dann hier unter meinem Brauenbogen auf. So, das ist dann mein Endergebnis für euch und ich hoffe natürlich, dass euch der Look wie immer gefällt. Was ihr bei Cut Crease oder worauf ihr achten solltet, ist wirklich, dass ihr sehr sauber arbeitet und schön verblendet. Und gerade wenn man jetzt mit dunklen Farben arbeitet, mit Braun- oder Schwarztönen, solltet ihr wirklich Step by Step arbeiten und langsam.
Aber wenn ihr es so macht, wie ich es euch im Video gezeigt habe, kann eigentlich nichts schief laufen. Es gehört halt immer ein bisschen Übung dazu, das ist normal, aber ihr braucht wirklich nur die richtigen Pinsel dafür und die passenden Farben, dann geht es auch. Und wirklich immer schön verblenden und sauber arbeiten. Ja, ich hoffe, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt für die nächsten Videos, dann hinterlasst mir einfach in den Kommentaren einen Kommentar. Oder auf Instagram könnt ihr mir auch mal gerne Inspiration oder per E-Mail, wie ihr wollt. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Für die ganzen Produkte, also die ganzen Produkte und die Infos habe ich in der Infobox wie immer aufgelistet. Guckt einfach unter dem Video nach. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.